des kleinen Turms wird es nichts. Er kam mich immer abholen. Er kam einfach vorbei und sagte zum Beispiel, fahren wir doch irgendwo hin. Und wir stiegen ins Auto und fuhren in die Berge. Oder wir gingen Brombeeren pflücken oder Blumen, all diese Dinge. Er liebte es nicht, inmitten der Leute zu leben. Er wollte ein abgeschiedenes Leben, verstehst du? Vielleicht traf er sich mit unserer Familie, weil wir ein wenig befreundet waren. Aber das war nicht, weil er etwa ungesellig war. Er grüßte immer alle, wenn er an ihnen vorbeikam, sogar die Kinder im Dorf. Und dann wollte er etwas mit der Dorfmusik machen. Er hielt viel auf solche Dinge. Er hat mir gesagt, dass er die Musik sehr liebt. Und dann ist er von hier fortgegangen und da war eben alles aus. Er wollte auch für die Dorfmusik besondere Kleider machen. Ich erinnere mich daran. Er sagte, jetzt will ich Ihnen neue Kleider entwerfen, so etwas wie den Umhang der Statue. Aber ich weiß nicht. Er wollte sich sogar ein Haus hier bauen. Ich hatte versprochen, das für ihn zu erledigen. Es sollte ein ganz kleines Haus sein. Wie gern möchte man sich zuweilen ausruhen, sich irgendeiner anderen Auffassung vom Sinn der menschlichen Existenz zuwenden. Der Osten war der ewigen Wahrheit stets näher als der Westen. Die westliche Zivilisation aber hat den Osten mit ihren materiellen Lebensansprüchen verschlungen. Der Westen schreit, hier, das bin ich, schaut auf mich, hört, wie ich zu leiden und zu lieben verstehe, wie unglücklich und glücklich ich sein kann, ich, ich, ich. Der Osten sagt kein einziges Wort über sich selbst. Er verliert sich völlig in Gott, in der Natur, in der Zeit. Und er findet sich selbst in allem wieder. Er vermag alles in sich selbst zu entdecken. A foreigner very close to me. It is a man who in every moment had some sort of ambition to create the world again and again. Ein Fremder, der mir sehr nahe steht. Ein Mann, der unaufhörlich von dem Wunsch beseelt war, die Welt zu schaffen, der immer kreativ war, der den Regen, die Wolken, den Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen, der dauernd neue Dinge schaffen wollte. In seiner Gegenwart kam man dem Wunder des Lebens sehr nahe. Er dachte ständig darüber nach. I think he was always thinking about it, and in the same time he was joking, laughing, playing, a lot of coquetry. He liked his innocence. Und gleichzeitig machte er Witze, lachte, trieb seine Spiele.
Es war viel Koketterie an ihm. Er mochte sich selbst, seinen Körper, sein Gesicht. Er wusste sehr gut, wie er sich selbst in der Landschaft ausdrücken konnte. Denn er war ein sehr offener Mensch. Naiv wie viele Künstler. Er war ein wirklich künstlerischer und paradoxer Mensch in dem Sinne, dass er offen und geheimnisvoll, ernst und spielerisch sein konnte. Er hatte eine besondere Zärtlichkeit, konnte einen auf eine angenehme Art körperlich berühren. He was touching you physically in a very nice way. London, September 1983. Königliche Oper Covent Garden. Claudio Abbado war mit der Bitte zu ihm gekommen, Mussorgskys Oper Boris Godunov zu inszenieren. Er hat das gern gemacht. Es blieben nur Fotos, der geplante Film kam nicht zustande. Gesehen, dass er wie Tarkovsky arbeitet. Er war zum Beispiel von der ersten Probe, hat mich gesagt: Bitte spiel diese Szene einmal musikalisch. Er hat nicht angefangen zu sagen, muss so und so und so. Ich habe gesagt: Bei welcher Position? Nein, ich möchte einmal hören. So, wir haben musikalisch gemacht. Dann hat er angefangen, ganz langsam zu sagen: So und so, so. Und dann nächsten Tag hat er ganz anderes gemacht. Immer korrigieren, immer besser, immer. Hat fast alles improvisiert, aber immer mit einer ganz deutlichen Idee. Wir haben natürlich zusammen sehr lang gesprochen. Und Bach war ja geniale Idee, wie zum Beispiel diese Idee von Boris, der schläft in der Russland-Mappe, ne? Wo die Kinder spielen und die anderen sind nicht erlaubt, in Russland zu gehen, wie Schwisky auch.
Das finde ich war wirklich. Und dann ist er von hier fortgegangen und da war eben alles aus. Er wollte auch für die Dorfmusik besondere Kleider machen. Ich erinnere mich daran. Er sagte, jetzt will ich Ihnen neue Kleider entwerfen. So etwas wie den Umhang der Statue. Aber ich weiß nicht. Er wollte sich sogar ein Haus hier bauen. Ich hatte versprochen, das für ihn zu erledigen. Es sollte ein ganz kleines Haus sein. Wie gern möchte man sich zuweilen ausruhen, sich irgendeiner anderen Auffassung vom Sinn der menschlichen Existenz zuwenden. Der Osten war der ewigen Wahrheit stets näher als der Westen. Die westliche Zivilisation aber hat den Osten mit ihren materiellen Lebensansprüchen verschlungen. Der Westen schreit, hier, das bin ich, schaut auf mich, hört, wie ich zu leiden und zu lieben verstehe, wie unglücklich und glücklich ich sein kann, ich, ich, ich. Der Osten sagt kein einziges Wort über sich selbst. Er verliert sich völlig in Gott, in der Natur, in der Zeit. Und er findet sich selbst in allem wieder. Er vermag alles in sich selbst zu entdecken. Foreigner very close to me. It is Jetzt will ich Ihnen neue Kleider entwerfen, so etwas wie den Umhang der Statue. Aber ich weiß nicht. Er wollte sich sogar ein Haus hier bauen. Ich hatte versprochen, das für ihn zu erledigen. Es sollte ein ganz kleines Haus sein. Della statua, poi non lo so, avevano scelto i vari colori. Wie gern möchte man sich zuweilen ausruhen, sich irgendeiner anderen Auffassung vom Sinn der menschlichen Existenz zuwenden. Der Osten war der ewigen Wahrheit stets näher als der Westen. Die westliche Zivilisation aber hat den Osten mit ihren materiellen Lebensansprüchen verschlungen. Der Westen schreit, hier, das bin ich, schaut auf mich, hört, wie ich zu leiden und zu lieben verstehe, wie unglücklich und glücklich ich sein kann, ich, ich, ich. Der Osten sagt kein einziges Wort über sich selbst. Er verliert sich völlig in Gott, in der Natur, in der Zeit. Und er findet sich selbst in allem wieder. Er vermag alles in sich selbst zu entdecken.
it is a foreigner very close to me. It is a man who in every moment had some sort of ambition to create the world again and again. Ein von Wahrheit stets näher als der Westen. Die westliche Zivilisation aber hat den Osten mit ihren materiellen Lebensansprüchen verschlungen. Der Westen schreit, hier, das bin ich, schaut auf mich, hört, wie ich zu leiden und zu lieben verstehe, wie unglücklich und glücklich ich sein kann, ich, ich, ich. Der Osten sagt kein einziges Wort über sich selbst. Er verliert sich völlig in Gott, in der Natur, in der Zeit. Und er findet sich selbst in allem wieder. Er vermag alles in sich selbst zu entdecken. It is a foreigner very close to me. It is a man who in every moment had some sort of ambition to create the world again and again. Ein Fremder, der mir sehr nahe steht. Ein Mann, der unaufhörlich von dem Wunsch beseelt war, die Welt zu schaffen, der immer kreativ war, der den Regen, die Wolken, den Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen, der dauernd neue Dinge schaffen wollte. In seiner Gegenwart kam man dem Wunder des Lebens sehr nahe. Er dachte ständig darüber nach. I think he was always thinking about it. And in the same time he was joking, laughing, playing, a lot of coquetry. He liked his himself. Und gleichzeitig machte er Witze, lachte, trieb seine Spiele. Es war viel Koketterie an ihm. He knew very well how er mochte